Hallo, hier ist der Mike von Mike Herford Fotografie. Schön, dass du da bist. Dieses Mal nehme ich dich mit auf das Abenteuer Sächsische Schweiz. Mit dem Auto geht es in das etwa 400 Kilometer entfernte Sachsen. Und dieses Mal stehen drei Fotospots auf dem Plan. Als erstes geht es zur Basteibrücke, dann zu den Schwedenlöchern und abschließend zum 400 Meter hohen Berg Lilienstein. Mein erstes Fotoabenteuer beginnt aber sehr früh am Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Seitdem wir gestern hier waren auf der Bastei, haben wir nochmal überlegt, okay, was können wir noch tun? Und zwar bin ich heute Morgen recht früh aufgestanden. Und ich war der Ansicht oder der Meinung, dass ich eigentlich alleine hier bin, weit gefehlt. Ich glaube, es waren bestimmt so 5 oder 10 Leute hier, die fotografiert haben. Und hier gibt es eine Aussicht, die hat so einen schönen Blick, sage ich mal, auf die Bastei hinüber, wie man jetzt hier sehen kann. Und natürlich möchte jeder, der hierher kommt, möchte natürlich schöne Fotos machen. Und deswegen war es nicht ganz einfach. Dennoch habe ich ein paar schöne Shots einfangen können für dich und die zeige ich dir jetzt. Ich bin jetzt hier noch ein Stück weitergegangen und zwar in die Felsenburg rein. Man kann hier so Gänge lang gehen und es ist total hoch hier. Also wenn ich hier so runter gucke, ist echt ziemlich krass hoch. Ich schätze mal so 150 Meter ungefähr, wenn ich hier so runter gucke. Deswegen so ganz wohl ist mir nicht dabei. Aber der Baum, der jetzt hinter mir ist, wird so cool angeschienen. Die Felsen auch im Hintergrund kann man jetzt gut erkennen. Gerade zur goldenen Stunde und die Fotos dazu, die zeige ich dir jetzt. So, ich bin jetzt hier noch mal ein Stück weiter gegangen, nämlich alle anderen Fotografen, ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, die quetschen sich nämlich da hinten auf diesen kleinen Berg da oben drauf und fotografieren hinüber zur Bastei. Aber die Sonne kommt jetzt von dieser Seite, das heißt, die werden im Grunde gar nicht viel sehen, weil durch die Felsen, die jetzt hier sind, wird die Bastei nämlich ziemlich stark verdeckt sein und sie wird überhaupt nicht, sage ich mal, vom Licht angeleuchtet. Deswegen ist es hier eine viel bessere Stelle, also ich würde dir empfehlen, wenn du morgens zur Bastei fährst, dann gebe die Basteibrücke rüber und dann geh in die Felsenburg hinein und dann hast du also jetzt zumindest im Frühjahr oder im Sommer, das ist ja gerade Frühjahr oder Sommer hier bei mir, dann würde ich dir also empfehlen, hierher zu gehen, weil dann kommt die Sonne schön von der Seite und du hast einen fantastischen Blick auf die Berge und die werden auch super cool angeleuchtet. Das ist nur mal ein kleiner Tipp von mir aus und sehr witzig da hinten, da stehen bestimmt 5, 6, 7, 8 Fotografen da oben, auch so einen ganz kleinen Vorsprung und ich habe es hier schön gemütlich für mich alleine, super Sache. Ja, das war sie nun, die Basteibrücke hier in der Sächsischen Schweiz. Die Sonne ist mittlerweile komplett aufgegangen, das heißt zum Fotografieren eher ungeeignet. Nichtsdestotrotz geht es weiter und zwar gibt es hier noch mehr zu sehen und zwar die berühmten Schwedenlöcher.
Das heißt, verschiedene Gänge und Verzweigungen, die werden wir jetzt erkunden. Und da würde ich dich ganz gerne mitnehmen. Also, auf zu den Schwedenlöchern. So, wir gehen jetzt hier zu den Schwedenlöchern. Das sind ungefähr 700 Stufen hinunter bis zu den Schwedenlöchern. Noch sind wir ganz entspannt, aber alle Leute, die so entgegenkommen, sage ich mal, sind schon recht aus der Puste. Mal sehen, wie es uns nachher geht, wenn wir hochlaufen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es hier ein ziemlich cooler Wald. Es wirkt alles sehr Hobbit-mäßig, wie so ein Feenwald. Und durch die Sonne, die jetzt so von oben kommt, wird alles ziemlich cool beleuchtet und das gibt ein schönes Farbenspiel. Ja, das sind sie, also die Schwedenlöcher. Gar nicht so einfach, dennoch machbar. Also ungefähr 700 Stufen müsst ihr einkalkulieren, wenn ihr hier runterlauft und auch wieder hoch oder ihr macht einen Rundweg, völlig egal. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter zum Lilienstein. Weg zum Lilienstein nach oben, der ungefähr 400 Meter hoch ist. Die Wanderroute wird als mäßig eingestuft, was ich nicht so unterstreichen würde. Jetzt bin ich auch kein ausgewiesener Wanderer, aber ist schon recht anspruchsvoll. Also, wir sehen uns gleich oben auf dem Lilienstein. Also, wenn man Ängste hat, zum Beispiel Höhenangst, ist hier nicht ganz ungefährlich. Auch für mich nicht ganz so einfach, aber man soll sich ja trauen, also gehe ich auch rüber. Aber vorsichtig. Ist auf jeden Fall krass hoch. Ja, hier geht es nun zu Ende, unsere Reise in die Sächsische Schweiz, ganz oben auf dem Lilienthal bei bestem Wetter.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen da lässt, also ein Like, das Video teilst oder wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich helfe dir gerne weiter bei den Reisetipps. Bis bald auf Mike Herfurth Fotografie.